Hermine wird jetzt schwarz. Harry Potter geht weiter und bekommt ein Sequel, und zwar als Theaterstück im Paris Theatre in London. Und dafür wird gerade fleißig gecastet. Unter anderem wird die Rolle der Hermine mit einer schwarzen Schauspielerin besetzt werden. Inhaltlich soll die Geschichte aus den Büchern in Harry Potter and the Cursed Child wohl weitergeführt werden. Harry, Ron und alle anderen sind erwachsen geworden und haben ja schon Ende des 7. Bandes Kinder. In dem Theaterstück wird Harry Potter dabei von Jamie Parker gespielt, Ron Weasley von Paul Thornley und Norma Dumezweni wird Hermine Granger spielen. Die Schöpferin des Harry Potter-Universums J.K. Rowling findet es großartig. Über Twitter ließ sie verlautbaren: Grundprinzip, braune Augen, wuschelige Haare und sehr schlau. Weiße Haut war nie aufgeführt. Rowling liebt die schwarze Hermine. Auch der inzwischen sehr heiße Neville Longbottom, also Matthew Lewis, tritt für eine Interpretation abseits der Filmschauspieler ein. Schließlich hätte Longbottom eigentlich blondes Haar. Er spielte aber ja einen brünetten Neville im Film. Das Stück wird dann im Juli in London Premiere feiern. Ab Mai gibt es aber schon mal 4 Voraufführungen. Und wir sind sehr gespannt auf eine schwarze Hermine Granger.